So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. So, wie man es wahrscheinlich schon sieht, gibt es heute ein kleines Tutorial. Genau, und zwar mit der Programmiersprache C++ über Variablen. Gut, das ist jetzt noch nicht so fortgeschritten, aber ja, gut. Mal schauen. Die Tutorial-Reihe wird ja noch weitergeführt und dann schauen wir mal, dass wir da auch zu ein bisschen was kommen später. Und dass wir da auch ein paar praktische Beispiele machen. Sprich, ich habe vor, dass wir dann zum Beispiel ein kleines Tic-Tac-Toe-Game in dieser Tutorial-Reihe später dann programmieren und so weiter. Aber das kommt in irgendeinem anderen Stream dann. Das ist bestimmt noch ein bisschen hin und ja, genau. Ich würde mal sagen, ja doch, wir fangen einfach mal an. So, ich habe hier das aus dem ersten Teil. Habe ich hier mal diesen Prototyp hier aufgebaut. Es sollte euch eigentlich noch alles was sagen, was wir hier haben. Und ich würde sagen, da es diesmal um Variablen geht, erstellen wir einfach mal eine. So, und zwar nennen wir die jetzt mal int Zahl. So, jetzt sagen wir mal. So, was habe ich jetzt gemacht? Nun, in dieser Zeile hier stehen zunächst einmal zwei Dinge. Zuerst int, das steht für integer und sagt quasi, was für eine Art von Variable es ist. Und Zahl, das ist der Name der Variablen. So, und jetzt, wie kann man sich eine Variable vorstellen? Vereinfacht gesagt, ja, ist eine Variable wie eine Schublade, in die man Werte reinlegen kann, also ganz vereinfacht gesagt. In Wirklichkeit findet das natürlich dann im Arbeitsspeicher statt oder noch schwieriger, aber soweit wollen wir das jetzt hier gar nicht ausführen. Genau, und dieser Schublade können wir einen Namen geben, sodass wir dann immer auf die zugreifen können mit diesem Namen. In dem Fall habe ich die eben dieser Schublade den Namen Zahl gegeben. Das ist sehr einfallsreich, ich weiß. Ja, und dieses int, das sagt quasi, wie groß die Schublade ist einerseits und was genau hineinpassen soll. Das heißt, wir können Zahlen einerseits reinschreiben, allerdings kann man auch in manche kann man auch Buchstaben reinmachen und so weiter. In dem Fall int für Ganzzahl bedeutet, dass wir eben keine Kommazahlen drin speichern können. Hier die 10, die speichern wir hier in dieser Zeile eben rein. Indem wir sagen, unsere Zahl soll den Wert 10 erhalten. Und ja, das machen wir eben mit dieser Syntax, indem wir hier Zahl ist gleich 10 hinschreiben. Wir müssen ja eben aufpassen, dass wir da keine Kommazahl angeben. Das ist sonst wird dann einfach alles nach dem Komma wird dann einfach abgeschnitten, was dann nicht immer erwünscht ist. Genau, und oha, ja, ich glaube, wir haben einen Follower bekommen. Sehr schön. Hallo, TTGG1. Ja, so, bisher auch der einzige Zuschauer, aber mal sehen, kann ja noch ein paar dazukommen. So, wollen wir mal schauen. Und zwar starten wir das Ganze jetzt mal. Und wir sehen, dass hier jetzt nicht so viel passiert. So, und zwar haben wir dieser Zahl zwar schon Wert zugewiesen, aber wir greifen hier nirgends richtig auf den Wert zu. Das wollen wir jetzt mal machen. Und zwar geben wir jetzt den Wert dieser Zahl aus. Das geht mit dem Count-Befehl. Kennt ihr ja schon alles aus dem letzten Part. Und hier werden wir jetzt einfach mal die Zahl ausgeben. Und dahinter machen wir noch ein Endline. So. Und jetzt sehen wir schon, wenn wir das ausführen, hier steht 10. So. Und zwar müssen wir darauf achten, wenn wir einen String, also einen Text ausgeben wollen. Dann müssen wir eben diese Anführungszeichen schreiben. Wenn wir aber eine Variable ausgeben wollen, dann schreiben wir einfach nur den Variablen-Namen. In dem Fall eben Zahl. Ihr müsst aufpassen, ihr könnt jetzt nicht Großzahl schreiben. Das erkennt er nicht, weil er immer auch auf die Groß- und Kleinschreibung achtet. Würden wir hier jetzt alles so benennen, hier auch, dann funktioniert es wieder. So. Ist schon ziemlich schön, so eine Variable. Allerdings bringt das so natürlich noch nicht so viel. Was wir allerdings damit machen können, ist rechnen. Das heißt, wir können hier einerseits sagen, Zahl ist gleich 10 mal 2. Beispielsweise. Jetzt können wir das Ganze ausführen und wir sehen,
Ja, was sehen wir? 20. Konnte man sich jetzt schon denken. Ja, gut. Wollen wir aber noch was Schwieriges machen. Und zwar könnten wir jetzt was von der Zahl abziehen, also subtrahieren. Wie geht das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten einerseits das so machen. Wenn wir das so machen, bedeutet das, wir ziehen 1 ab. Das heißt, wir schreiben unseren Namen und dann 2 Minusse und dann wieder ein Semikolon, mit dem wir ja eigentlich nahezu jede Zeile beenden. Könnt ihr auch Leers dazwischen hauen, wie ihr wollt. Ich mache gern 1 dazwischen. Ja, doch 1. Weil, weiß ich, finde, man kann es dann besser lesen. Ja, und wenn wir das jetzt ausführen, sollte da eigentlich, jetzt kann man jetzt mal so, 19 rauskommen. Ja, es funktioniert schon mal ganz gut. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, Zahlen zu subtrahieren oder zu addieren, denn das Ganze geht auch mit Zahl plus plus. Wenn wir die Variable jetzt c nennen würden, könnten wir also c plus plus schreiben. Ob das jetzt so toll ist, sei dahingestellt, aber gut, es geht auf jeden Fall. Wie können wir noch rechnen? Wir könnten jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel 10 abziehen wollen, dann geht es nicht, dass wir da 10 Plusse hinmachen. Eigentlich müssen wir auch 11 hinmachen, aber nee, es geht einfach nicht. Und zwar müssen wir das anders machen. Wir können einerseits sagen, Zahl ist gleich Zahl minus 10. So, was machen wir hier? Wir geben dieser Zahl also nun diesen Wert. Und zwar nehmen wir den Wert, der momentan in der Zahl ist. In unserem Fall wäre das, glaube ich, 21. Ja, weil wir haben ja hier 20 plus 1. Nehmen wir also 21 und tun davon 10 abziehen. Sprich, bleibt noch 11 übrig. Und schreiben das dann in diese Zahl oder speichern das dann in dieser Zahl, geben die Zahl aus und wir sollten eigentlich 11 erhalten. Richtig. So, also, das ist zwar sehr schön, dass es geht, allerdings ist es so, dass es natürlich ein bisschen umständlich ist, da nochmal die Zahl hinzuschreiben und so weiter. Deswegen können wir es auch so schreiben. 5 zum Beispiel. Mit diesem Minus ist gleich, machen wir sozusagen beides in einem. Das heißt, wir ziehen von dieser Zahl jetzt 5 ab. Ja, das ist, denke ich, schon ganz nett. Das Ganze hier funktioniert natürlich auch mit Plus. Das heißt, wir können hier auch plus 5 addieren. Genauso könnten wir hier natürlich 10 addieren. Ich denke, das ist relativ logisch. So, schauen wir mal, was hier rauskommt. Das sollte natürlich auch funktionieren. Ich muss natürlich jetzt auch nicht immer alles zeigen. Da kommt 16 raus, wie erwartet. Ja, ich sage, ihr habt schon gesehen, wir können rechnen. Ah, geteilt müssen wir natürlich noch rechnen. So, wir hatten jetzt 16. Machen wir noch. Ziehen wir noch 1 ab, machen wir 15 und teilen das dann durch 2. So. Ja, speichern. So. Schauen wir jetzt nochmal, was jetzt passiert. Also, wir rechnen hier also, Zahl ist gleich 15 geteilt durch 2. Wenn wir jetzt kurz im Kopf rechnen, 15 geteilt durch 2. Kommen wir auf 7,5 und wir schauen mal, auf was für ein Ergebnis hier der Rechner kommt. Ich bin gespannt. Aha, hier. 7. Warum nicht 7,5? Nun, oder wenn wir es runden, würde ja 8 rauskommen. Also kann das so auf den ersten Blick eigentlich nicht stimmen. Aber ich habe euch auch schon vorhin gesagt, eben, wir können in dieser Zahl nur Ganzzahlen speichern. Und in dem Fall, naja, haben wir ja noch die Komma 5 hinter der 7, also 7,5. Alles nach dem Komma wird aber weggeschnitten, also bleibt nur noch 7. Sprich, es wird auch nicht richtig gerundet, sondern einfach wirklich nur abgeschnitten. Ganz egal, was gerade los ist. So. Da haben wir jetzt eine gute Überleitung. Und zwar können wir jetzt uns mal anschauen, was für Datentypen es noch gibt. Wir haben jetzt einen Integer, wie gesagt, eine Ganzzahl. Wir können dort auch nicht unendlich viel reinspeichern. Ein Integer hat in der Regel 4 Byte, also ist 4 Byte groß. Vielleicht sagt euch das was. Ein Byte sind immer 8 Bit, also Einsen und Nullen. Sprich, wir haben dann 32 Einsen und Nullen, die unsere Zahl hier speichern. Genau. Schauen wir uns mal an, was es noch gibt. Bleiben wir erstmal bei den Ganzzahlen. In Short, nennen wir das jetzt mal, wie nennt man das?
Ja, Variablenbenennung ist immer sehr schön. Da geht auch C. Na, ist eigentlich auch egal. Also wir können Short nehmen. Das ist wie ein Integer, nur etwas kleiner. Sprich, man kann nicht ganz so viel reinspeichern. Ich meine, das waren 2 Byte. Das reicht für nicht ganz so viel, ja. Muss ich mal ganz kurz schauen. Weiß ich gar nicht. Ja, naja, egal. Das lassen wir mal weg. Theoretisch kann man natürlich auch nur 1 Byte speichern, was aber nur bis 256 geht. Beziehungsweise nicht mal genau, warum, das schauen wir uns nachher noch an. Ja, machen wir mal weiter mit anderen Datentypen. Bisher hatten wir ja nur Ganzzahlen. Dort können wir positive wie auch negative Zahlen abspeichern. Also wir können jetzt mal Short C ist gleich minus 10. Warum immer 10? Machen wir mal 27 zur Abwechslung. Und können wir dann danach noch C ausgeben und schauen mal, was dann C ist. Minus 27. Also ihr seht, hier kann man auch Minuszahlen eingeben in diesen Ganzzahlen. Genauso geht 0, Kommazahlen aber eben nicht, wie wir schon gesehen haben. Was haben wir noch? Wir haben Float. Ist auch hier vor allem in C++ sehr beliebt. Ach komm, machen wir den wieder weg. Dann nennen wir das Float C. Ist gleich. So, und jetzt kommt eine Besonderheit, das machen wir mal. Komm, machen wir mal so. So, und zwar weisen wir diesem jetzt den Wert 2,7 zu. Einerseits ist natürlich zu beachten, dass wir hier mit einem amerikanischen System arbeiten und deswegen einen Punkt statt eines Kommas verwenden müssen. Sprich, 2,7 wird jetzt nicht gehen, da ist schon rot unterstrichen. Also immer mit dem Punkt arbeiten. So, und dann ist es noch ganz verwirrend, das F dahinter. So, und zwar gibt es mehrere Datentypen, um Kommazahlen darzustellen. Denn, wie ihr schon seht, das ist eine Kommazahlen. Und jetzt kommen wir mit Double. Machen wir jetzt D einfach mal. D für Double, das ist ja schön. So, das machen wir dann in dem Fall so. Und jetzt kann man sich vielleicht schon denken, ein Double braucht mehr Speicherplatz als ein Float. Das ist erstmal so sicherzustellen. So, und als nächstes müssen wir hier immer den Wert zuweisen. Und ja, wenn wir hier jetzt die 2,7 zuweisen, dann muss er halt entscheiden, wie genau das sein soll. Und wenn wir hier F hinterschreiben, heißt es, dass es sich eben um ein Float handelt. Wenn wir das weglassen, tun wir diesem C eigentlich einen Double-Wert zuweisen. Und ja, damit man das nicht macht, kommt da eben ein F hin. Ist anfangs ungewohnt, man gewöhnt sich aber später doch recht schnell daran. Also ich zumindest habe mich schon daran gewöhnt. So, Double war, glaube ich, auch. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie genau die jetzt tatsächlich waren, aber die sind alle schon richtig genau. Double natürlich nochmal tausendmal genauer als Float. Und ja, genau, es handelt sich um Fließkommazahlen. Das heißt, wir könnten Zahlen nehmen, die ein festes Komma an einer festen Position haben, oder aber eben Fließkommazahlen. Das heißt, das Komma können wir verändern, je nachdem, wie wir es gerade wollen. Das heißt, wir können auch in der wissenschaftlichen Schreibweise arbeiten. Das heißt, wir können, keine Ahnung, 0,000 bla mit 100 Nullen und dann eine 1 konnten wir da drin einspeichern. Und ja, es wird immer noch richtig da drin gespeichert sein, weil das Komma einfach an der richtigen Stelle sitzt. So. Ja, das war jetzt erstmal hier also zu Float und Double. Wir können jetzt natürlich hier noch testen. Wo hatten wir es hier? Zahl. Dann sagen wir C. Nein, das können wir jetzt natürlich nicht, weil wenn wir jetzt hier C schreiben, kennt er C nicht, weil wir haben erst hier gesagt, was C ist. Ja. Und dann geben wir jetzt hier. Oh, jetzt haben wir schon ein Problem. Ungültig für Class. Ja, das ist natürlich. Das klingt schon sehr gut, ja. Hier sind auch zweimal. Jetzt haben wir es, habe ich es aus Versehen nicht kopiert, sondern nicht ausgeschnitten, sondern kopiert. Jetzt geht's nämlich. So, sollte das jetzt so sein? Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen blöd.
Das scheint wohl schon hier in eine Ganzzahl verwandelt worden zu sein. Wir können mal schauen, ob das hier funktioniert. Ja, jetzt funktioniert es. So, und zwar haben wir ja hier so, das heißt, wir haben hier unseren Float, also unsere Variable, und hier auch die andere Variable. Und jetzt muss er ja erstmal das Ergebnis dieser Rechnung ausrechnen. Und da wir hier mit zwei Integern rechnen, ist das Ergebnis automatisch auch vom Typ Integer. Und wenn wir dann diesen, sprich 15 geteilt durch 2 ist dann nicht 7,5, sondern 7. Und das speichern wir dann in die Float. Das heißt, in der Float steht auch 7. Mit diesem Float in Klammern sagen wir jetzt aber, dass wir eben das Ergebnis als Float speichern möchten. Und dadurch haben wir dann auch richtig die 7,5 in dieser Variable c stehen. Genau, das nennt sich übrigens Casting. Kommen jetzt nicht von irgendwelchen Casting-Sendungen, sondern keine Ahnung, woher der Name jetzt wirklich kommt. Nennt sich auf jeden Fall so. Das heißt, wenn ihr irgendwo über den Begriff Casting stolpert, dann könnt ihr euch natürlich daran erinnern, wie schön wir hier unser Ergebnis gecastet haben. Und ja, das kann man öfters mal brauchen, denn wenn wir jetzt sagen, Zahl ist gleich C, dann werden wir eigentlich eine Warnung bekommen, glaube ich zumindest. Haben wir hier irgendwo eine Fehlerliste? Warnungen? Genau, hier. Hier steht es nämlich Konvertierung von Float in Int, möglicher Datenverlust. Denn wir haben eine Kommazahl oder wir könnten eine Kommazahl in C gespeichert haben und speichern das dann in diese Zahl ein. Und da die Zahl nur ein Integer ist, ist die ungenauer. Und nun beschwert er sich eben oder sagt uns, da gibt es eine Warnung. Vielleicht ist es ja nicht erwünscht. In dem Fall sagen wir es aber, es ist erwünscht und müssen ihm jetzt sagen, dass er das wirklich so machen soll, ohne Warnung. Und in dem Fall kann man das auch nutzen. Wir schreiben auch wieder int hin. Und wenn wir es jetzt ausführen und nochmal in die Fehlerliste schauen, kommen wir jetzt hier, ah, das habe ich aus Versehen hier so eine schöne Raute hin platziert, aber eigentlich, genau, sind jetzt gar keine Warnungen mehr da, weil wir eben hier gesagt haben, das Casting ist von uns genauso gewollt. Genau. Das ist schon mal sehr schön. Sieht auch alles super aus bisher, aber so arg viel können wir damit jetzt auch nicht anfangen. Und deswegen machen wir mal eine kleine einen kleinen Rechner, der, sagen wir mal, multiplizieren kann. So, wenn ihr euch fragt, was für. Ja, das sollte jetzt eigentlich so sein. Ah, ne, eine Sache noch davor. So, müssen wir noch mal ganz kurz hier. So, und zwar haben wir in dem Fall, reservieren wir eine Schublade mit unserem Namen Zahl 1. Und was da momentan drin ist, werden wir die einfach so bekommen. Das sei nicht gesagt, die sind nicht leer. Also da ist nicht 0 drin, sondern irgendwas ganz Komisches. Wir können jetzt in dem Fall mal schauen, was da drin ist. Wir haben gleich schon hier einen Fehler. Der mag das scheinbar nicht so, wenn wir jetzt hier drauf zugreifen. Aber wir sehen es hier unten. Es ist der Wert minus. Ach ja, schaut einfach hier unten. Der Wert ist es und den ja, will man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Deswegen müssen wir das beenden. So. Deswegen lassen wir das auch und machen zur Sicherheit immer, ist gleich 0 dahinter. Das ist empfehlenswert, weil so einfach Fehler vorgebeugt werden können. Wenn wir einfach immer ist gleich 0 gleich hinschreiben, wenn wir eine Variable erstellen. So, was soll unser Programm jetzt also machen? Wir wollen erstmal hinschreiben, bitte gebe die erste Zahl ein. So. Das ist schon sehr schön. Das Endline hauen wir jetzt mal raus. Und machen wir hier. Bitte gebe die zweite Zahl ein. So.
Sollte bisher relativ verständlich sein, was ich hier mache. Und zwar geben wir einfach noch was aus. Stinkt normal. Machen wir jetzt aber mal weiter. Und zwar kommt jetzt was Neues. Und zwar KIN. Wir wissen noch, dass dieses COUT, C-Out für Console Out steht. Also, ja, wenn wir eben Text in die Konsole schreiben. C-In steht es also für Konsole In. Und genau. Wir kriegen also Eingabe von der Tastatur. Das machen wir dann hier mit dem umgedrehten Operator in dem Fall. Also hier hatten wir es ja so rum. Und hier machen wir es einfach andersrum. Ich weiß, ich merke es mir einfach so. Wenn ich normal auf die Taste drücke, dann ist es Count. Und wenn ich mit der Umschalttaste da drauf drücke, dann ist es halt dann für KIN richtig. Ja, keine Ahnung, wie ihr euch das merken solltet. Ja, ich merke es mir auf jeden Fall so. Jetzt speichern wir das also in diese Zahl ein. Und hier machen wir das gleiche für Zahl 2. So, das heißt, die Benutzereingabe wird in die Zahl 1 gespeichert. Danach kommt eben Zahl 2 und die wird dann in Zahl 2 gespeichert. Hier wäre vielleicht, wobei denn hier sollte eigentlich gehen. So, und dann kommt hier das Ergebnis von Zahl 1. Machen wir mal hin. Zahl 2 ist gleich Zahl 1 mal Zahl 2. Und ihr seht schon, wir können hier direkt auch Rechnungen ausführen innerhalb dieses Count-Befehls. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass es so funktioniert. Wir testen es mal, genau. Jetzt kommt hier, bitte geben die erste Zahl ein. Wir machen mal, was machen wir mal? 3. Jetzt kommt, bitte gib die zweite Zahl ein. Wir geben mal 9 ein. Und dann steht hier, das Ergebnis von 3 mal 9 ist 27. Schön. Jetzt machen wir noch eine Sache, und zwar nochmal eine Endline. Dann sollte es auch ganz schön sein. Testen wir es diesmal auch nochmal mit zwei anderen Zahlen. 4 und 8 zum Beispiel. Dann steht hier, das Ergebnis von 4 mal 8 ist 32. Und wir haben damit einen kleinen Multiplikationsrechner gebaut. Ist eigentlich schon ganz nett, finde ich. Wir können jetzt alles Mögliche damit machen. Das heißt, ja, ich wüsste noch eine weitere Sache, die wir testen können. Dafür kann man das Ganze hier mal kurz auskommentieren und schauen uns auch einen letzten Datentyp an, und zwar den Datentyp Char. Ein Char ist ein Buchstabe. Ja, und den kann man natürlich auch eingeben lassen. Sprich, KIN Buchstabe. Und dann, ja, wir können das noch so machen. Ist zwar jetzt ein bisschen unnötig, aber ich hoffe vor allem auch, dass das so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Hoffentlich. Wenn nicht, dann, naja, dann solltet ihr das möglichst schnell wieder vergessen, was ich hier gerade mache. Dein Anfangsbuchstabe ist und dann machen wir Buchstabe. Dann machen wir ja eine Endline nochmal. Gut. Dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt habe ich hier auch noch ein großes N, na egal. Wir nennen uns das mal Pilzscharf und schauen, was passiert. Ja. Funktioniert. Dein Anfangsbuchstabe ist P. Hier machen wir ganz kurz so. Gut. Zugegebenermaßen ist der Sinn von dem Programm jetzt noch nicht so ganz ersichtlich, denn was unser Anfangsbuchstabe ist, können wir uns in der Regel noch selbst denken. Aber es zeigt zumindest schon mal, was man mit so einem Char anfangen kann.
Leider, wie ihr seht, kann er nur einen Buchstaben fassen und auch nicht alle Buchstaben. Wir können mal ein Ü eingeben. Üble. Okay, das ging jetzt irgendwie doch. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Gut, sagen wir mal so, wir können nicht jedes beliebige Schriftzeichen wählen. Das heißt, in dem Fall scheinen, glaube ich, zwei Bytes reserviert zu sein oder so. Aber wir können jetzt nicht irgendein komischen chinesisches Schriftzeichen da rein speichern. Das kennt er dann nicht. Oder ich weiß nicht, Euro? Na, doch, Euro-Symbol könnte gehen. Ja, aber lass es auf jeden Fall gesagt sein, dass nicht jeder Buchstabe unbedingt da drin Platz findet. So, es zeigt aber auch, je nachdem, wie wir das hier in Visual Studio einstellen, hat dieser Char entweder ein Byte oder mehr. Das sollten wir uns merken. Denn wenn man jetzt zum Beispiel ein Programm für Deutsche schreibt, dann ist es praktisch, das Ü mit dabei zu haben und sollte es dann gegeben dementsprechend auch so einstellen. Ja, ich würde sagen, das war jetzt auch schon so der größte Rundumschlag zu Variablen. Wir können noch ganz kurz schauen, was eine Konstante ist, auch wenn das sehr langweilig ist. In dem Fall machen wir es mal eine Konstante so. Natürlich noch ein Name. Was haben wir denn? Eine schöne Konstante. Wochen, Tage ist gleich 7. So, das wollten wir schon immer wissen. Und in dem Fall ist es gang und gäbe, eine Konstante komplett groß zu schreiben, also nur mit Großbuchstaben, damit man Variablen und Konstanten unterscheiden kann. In dem Fall können wir die auch jederzeit ausgeben. Wir können mit denen rechnen, aber keinen neuen Wert zuweisen, denn die heißen Konstanten, weil man den Wert, weil der Wert konstant ist und nicht geändert werden kann. Wir können mal schauen, was passiert, wenn wir den Wert ändern wollen. Das heißt, wir wollen jetzt mal 8 Wochentage haben und da kommt er schon. Der Ausdruck muss ein änderbarer Wert sein. Das heißt, wir können nicht darauf zugreifen. Ich persönlich nutze Konstanten jetzt nicht so häufig, aber man kann sie doch hin und wieder mal nutzen, wenn man mit einem Programm was festlegen will, was von dem Programm selbst nicht geändert werden sollte, was man aber doch im Quelltext schnell ändern können möchte. Es ist schwierig, ein Beispiel zu finden, aber ach genau, mir fällt mir gerade was ein. Wir haben noch einen Wert vergessen. Ah, vor lauter Aufregung hier. Nee, genau, und zwar der Boolean. Ja, fast hätte ich den vergessen. Wir machen jetzt mal eine Konstante. Wir können aber auch eine booleansche Variable erstellen. Ein Bool kann nur true oder false sein, also nur wahr oder falsch. Demnach bräuchte ein Bool theoretisch nur ein Bit als Speicherplatz. Allerdings ist es in der Regel immer so gehandhabt, dass die trotzdem einen kompletten Byte verbrauchen. Warum? Ist es eine größere Geschichte, aber merkt euch einfach ein Byte, wobei ihr es eigentlich eh nicht wissen müsst, so als Anfänger, aber gut. So, const bool debug ist gleich false. Ne, machen wir mal true. So, was bringt uns das jetzt? Wir können jetzt an gewissen Stellen, können wir jetzt abfragen, ob wir momentan im Debug-Modus sind oder nicht. Und können dann, solange wir das Ganze entwickeln, können wir das hier auf true lassen. Und dann können wir einfach, wenn wir fertig sind mit Entwicklung, und es ist, ja, das Programm ist fertig, können wir es auf false setzen und komplett alle Fehlersachen und so weiter, also überall, wo wir Fehler überprüfen und so weiter, kann dann rausgeschmissen werden. Und wir haben es halt an einer zentralen Stelle im Quellcode und nicht überall irgendwie eine eigene Abfrage. In der Tat macht man sowas ein bisschen anders. Da gibt es einige vorerstellte Sachen und so weiter, sodass wir auch direkt im Programm testen können, ob wir hier momentan Debug oder Release ausgewählt haben. Und falls ihr euch fragt, was Debug oder Release ist, Debug bedeutet quasi Fehlerbehebung. Das heißt, das hat man in der Regel, wenn man hier an seinem Programm arbeitet.
Release ist dann Release, ja, es sollte eigentlich bekannt sein, also wenn unser Programm fertig ist. Wenn wir das hier im Release ausführen, ist das Programm auch ungefähr doppelt so schnell oder so, weil eben die komplette Suche nach Fehlern nicht mehr ausgeführt wird. Das heißt, wenn wir momentan irgendeiner Variable einen Wert zuweisen, dann überprüft es und im Hintergrund immer noch unser kleines Programmchen schaut, ob das alles richtig so ist, ob wir keine Fehler machen und so weiter. Braucht allerdings Zeit, das heißt, wenn euer Programm fertig ist, solltet ihr das hier im Release ausführen. Ja, genau. Ich habe ja gesagt, dass man bei Variablen immer gleich einen Wert zuweisen sollte. Das gilt auch für einen Char. Und in dem Fall machen wir das so. Wir hatten ja hier die doppelten Anführungszeichen. Bei einem Char hingegen nutzt man einfache Anführungszeichen, da es sich eben nur um einen einzigen Buchstaben handelt. Sobald es sich um eine Buchstabenkette handelt, machen wir dann zwei Anführungsstriche. Genau, und wie wir jetzt zum Beispiel den kompletten Namen des Spielers oder des Anwenders in dem Fall abfragen können, das schauen wir uns mal im nächsten Part an. Ich denke, in Moment 3 Parts sollte es soweit sein, zumindest, dass wir uns das genau anschauen können. Handelt sich übrigens um Arrays. Wer sich da, keine Ahnung, wer mit dem Namen schon was anfangen kann, ist natürlich sehr schön. Und ja, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen verständlich erklärt. Es war jetzt irgendwie auch so zwischendrin ein bisschen holprig und so weiter. Aber genau, wenn noch Fragen sind, können die natürlich dann auf YouTube schreiben oder hier direkt im Stream, wenn noch Fragen offen sind, wenn ich nochmal was zeigen soll und so weiter. Ansonsten, ja, denke ich, hört das Tutorial hier an dieser Stelle erstmal auf. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und für alle, die jetzt noch weiter im Stream dabei sind, ja, wenn ihr Fragen habt, dann fühlt euch frei, die hier im Chat zu schreiben. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch machen sollte. Nicht so eine arg spannendes. Das könnten wir theoretisch schon schließen. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich an der Schach-App weiter programmieren. Und dafür möchte ich eine Datenbank erstellen. Da wir ja einen Client haben und einen Server. Und der Server braucht eine Datenbank für Nutzer, Statistiken und so weiter. Und ja, ich schau mal, dass ich die jetzt eigentlich, ich denke, die installiere ich jetzt mal schnell. Ich möchte dafür eigentlich, Moment, das habe ich, glaube ich, noch in den Downloads irgendwo. Schauen wir mal. Also es ist jetzt nichts arg Spannendes mehr, was wir jetzt machen. Xampp Win32. Ja, ich denke, das ist das Richtige. Hilfe. So. Also, wir machen jetzt nichts arg Spannendes mehr. Ja, ciao, Schoschma. Oh Gott, ich muss mal noch hier. Important, because an activated user account control on your system, some functions of XAMPP are possibly restricted. Ja, okay. Ja, danke, Geschichtsrüdiger. Ja, in der Tat, ich bin jetzt momentan 16, werde aber in, Moment, 4, nein, 3, 4, nein, am Samstag werde ich 17. Und ja, ich programmiere aber auch schon länger. Meint jetzt schon 4 Jahre oder so. Naja, genau. Ich habe mit meint in der 8. Klasse, glaube ich, angefangen zu programmieren. Hab einige Zeit mit C++ programmiert. Bin jetzt momentan so ein bisschen auf Java und App-Entwicklung umgestiegen, weil mir das doch schon echt ziemlich viel Spaß macht, weil man einfach ziemlich schnell was entwickeln kann. Genau, und darum wird es ja dann auch im nächsten Stream gehen. Da freue ich mich auch schon. So, was haben wir denn hier alles? Apache, ja, das ist nicht schlecht. MySQL brauchen wir, weil das möchte ich als Datenbank nehmen. Den FTP-Server brauchen wir nicht. Ein Mail-Server und Tomcat brauchen wir auch nicht. Genauso wenig brauchen wir Perl. PHP MyAdmin brauchen wir, das aber nicht. Gut, Xamp. Moment, das muss ich mal ganz kurz schauen, wo wir das hier hin installieren. Ja, mit Unity arbeite ich auch. Ich bin auch momentan dabei, eine App
mit Unity zu entwickeln. Genauso mache ich auch mit Unity einiges für ein Schulprojekt. Wir können ja gleich auch mal noch dort vorbeischauen, kann ich so ein bisschen zeigen, was ich da schon alles programmiert habe. Ist so ein bisschen was, ja, aber ist auch noch nichts Weltbewegendes eigentlich, aber das können wir gleich mal noch schauen. Während das hier gleich installiert. Huch, jetzt bin ich schon zu weit. Wie ist das denn? Ja, da installieren wir es rein. Ja, ich habe schon was in C++ gemacht. Ich bin einer von denen, der als erstes Projekt natürlich was ganz Großes machen will, wollte, wie auch immer. Hab dann das Projekt ein bisschen kleiner gemacht, ist aber trotzdem noch viel zu groß. Ja gut, das machen wir nachher. Ich kann mal schauen, dass ich das jetzt finde. Es ist nämlich eigentlich hier ein Teamprojekt. Haben wir hier nicht so ein zuletzt geöffnet? Na toll. Ah, das funktioniert wahrscheinlich gerade nicht, weil ich hier in meinem Coding-Ordner ein bisschen umgebaut habe. Schauen wir mal hier. Ich weiß gar nicht, wir haben eigentlich ist hier irgendwo so ein Teamprojekt. Haben wir hier Fenster? Moment, wo haben wir denn das? Automatisch im Hintergrund. Fenster? Nein, das ist nicht richtig. Das suche ich nicht. Ich muss mal erstmal dieses Projekt hier. Ich glaube, ich schließe es jetzt erstmal und öffne es nochmal. So. Dann haben wir es hier nämlich. Ja, schön. Oder auch nicht. Aus Quellcode Verwaltung öffnen wäre eine Option. Energy Industrial List. Ja, das klingt ganz gut. Lädt das jetzt? Jetzt bin ich nicht autorisiert. Warum bin ich jetzt nicht autorisiert? Mit Team Foundation Server verbinden. Kontoeinstellung. Komisch gerade. Eigentlich müsste es hier irgendwo sein. Muss ich mich erst noch anmelden wieder oder wie? Ja, scheinbar schon. Hallo? Das funktioniert ja super. Okay. Also, ich kriege ja gerade sehr viele Fehlermeldungen um die Ohren. Ich fürchte, dass ich das wohl mal wann anders ausprobiere und vielleicht im nächsten Stream dann zeige, was ich hier in C++ alles programmiert habe bereits. Weil da ist auch noch ein bisschen was jetzt mit dem DirectX gedönst. Das ist jetzt gerade, da sind jetzt gerade die Pfade nicht richtig eingestellt. Dann zeige ich euch lieber mal noch ein bisschen, was ich in Unity alles entwickelt habe. Genau, Unity 5. Nutze ich jetzt für meine App. Die anderen sind, glaube ich, noch mit Unity 4 entwickelt. Also die wurden noch nicht konvertiert. Deswegen habe ich hier auch zwei Icons unten. Ja. Warten wir mal, bis es startet. Dann kann ich mal weiter. Apropos Charakter in Blender und in Unity zum Wegen bringen. Da bin ich nämlich auch gerade dran. Für diese App, die ihr hier gerade im Hintergrund seht, baue ich nämlich einen Charakter im Blender und versuche den eben zu wiggen und so weiter und den hier reinzubringen. Bisher arbeite ich auch noch dran, aber ich bin zumindest schon so weit, dass ich in Blender die Laufanimation fast fertig ist. Eigentlich muss ich auch sagen, dass der Charakter noch nicht texturiert ist, weil irgendwie liegt mir das so gar nicht. Ja, das muss ich mal noch bei Zeiten machen. So, wir haben hier jetzt gerade das Hauptmenü. Das ist alles noch in Bau. Das ist so ein kleiner Prototyp. Jetzt muss ich hier auch noch ganz kurz schauen. Die Shop-Seite verschieben wir jetzt nochmal kurz. Und dann machen wir zumindest mal diese Seite wieder an. So. Sollte es eigentlich gehen. Ich muss auch mal ganz kurz schauen, dass es hier auch richtig angezeigt wird alles. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Außer, dass es gerade hier irgendwie ein bisschen... Ja, nee. So, also wir haben hier das schicke Spiel, können jetzt hier drauf drücken und ja, es wird so ein Temple One-artiges Spiel, also als Endless Runner. In dem Fall ist es natürlich für Smartphone und eigentlich dann mit Bewegungssensor und so weiter. Das gibt es halt hier am PC nicht, leider, deswegen ist es hier gerade nur mindermäßig spielbar.
Dieser Drehen von dieser Tube ist dann eigentlich auf eine Wischbewegung. Ah, toll. Ich bin ja auch ganz talentiert. Ja, nee, das ist eigentlich eine Wischbewegung. Und ja, man muss halt schauen, wie weit man kommt. Es gibt auch Coins zum Einsammeln, aber das ist eine andere Geschichte. Die kommt, die braucht alles noch ein bisschen, bis alles komplett ausgereift ist. Ich plane, die App so bis zu den Sommerferien fertig zu haben, weiß aber noch nicht, wie weit ich tatsächlich bin. Naja, das ist halt so angedacht als Plan. Ja, das stimmt. Ich habe auch lange Zeit nicht mit Unity arbeiten wollen, weil es mir auch irgendwie, ich fand es auch zuerst so einfach. Aber ich habe dann irgendwann doch angefangen und wenn man schnell ein Spiel entwickeln will, was doch schon, also auf verschiedenen Plattformen auch spielbar ist und so weiter, ist Unity doch echt cool. Ja, schön, das haben wir hier gar keine Projekte. Schauen wir mal, was wir noch haben. So, was kann ich euch noch zeigen? Star Battle Ganymede, wobei da weiß ich nicht. Ja, das ist das Einzige, was noch so halbwegs gut ist. Ich weiß nur nicht, ob das momentan lauffähig ist. Ich habe so ein paar Sachen, die so mehr oder weniger lauffähig sind. Wo ich schon länger nicht dran gearbeitet habe. Und dann habe ich da jetzt irgendein. Ja, das, wenn wir gleich schon mit irgendwelchen Errors, Shot Angle. Ja, gut. Das kann ich euch jetzt auch nicht so richtig zeigen momentan, weil das eben auch irgendwo gerade in der Entwicklung hängt. Aber man sieht schon so ein bisschen, was es ist, hoffe ich. Zwar steuert man ein Raumschiff mit der Tastatur und kann dann da andere Gegner abschießen. Vereinfacht gesagt, es gibt dann verschiedene Endbosse mit Spezialfähigkeiten und so weiter, die man eigentlich dann später einsammeln können soll und so weiter mit verschiedenen Projektilen und ja, verschiedene Raumschiffe und so weiter. Aber das wird sicher noch dauern, bis das annähernd soweit ist. Momentan gibt es so ein paar Minions, die man schon töten kann. Und es gibt einen ersten Endboss, der mehr oder weniger gut implementiert ist. Heißt, er kann schon sterben, aber noch nicht angreifen. Ja. So. Assembler will ich mal noch lernen. Einfach nur so, um ein bisschen ja, rauszufinden, wie das so ist. Weil es ja, ist ja sehr tief. Von der, also vom Layer her, also man ist sehr hardware-nah, was mich schon auch interessiert. C++ ist ja auch im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Java deutlich hardware-näher. Und einfach mal, um so ein bisschen die Hintergrundsachen rauszufinden, möchte ich mal noch ein bisschen Assembler lernen. Momentan habe ich aber damit noch nicht angefangen, also ich kann jetzt momentan noch kein Assembler. Nee, aber ich will mal eben mal ein bisschen reinschauen. Aber jetzt nicht, um wirklich immer mit Assembler zu programmieren, weil das ist auf die Dauer dann, glaube ich, doch auch recht nervig, weil man ja wirklich so alles machen muss, sondern mit Registern hin und her moven und stelle ich mir doch auf die Dauer recht anstrengend vor, wenn man mal ein bisschen was Gescheites machen will. Aber man kann natürlich auch schön lustige Dinge machen. Weil man ja eben so hardware-nah ist. Naja. Genau. Ja, das waren eigentlich jetzt so hier die Sachen, die Hauptsachen, die ich mit Unity gemacht habe. Die irgendwie noch nicht so ganz lauffähig sind, vor allem das hier. Das ging mal, aber jetzt habe ich hier ein bisschen versucht, mehr Objektorientierung reinzubringen und bin eigentlich noch mitten in dem Prozess. Shot Direction, ja. Aber ich habe jetzt gerade auch eigentlich nicht so Lust drauf, das in dem Moment jetzt hier zu machen. Vielleicht ist es nur so ein kleiner Fehler, den ich jetzt schnell beheben kann, aber davon gehe ich jetzt eigentlich nicht aus. Da muss ich bestimmt noch eine Menge umstellen. Ich glaube, bewegen kann man sich auch noch nicht. Shot. Wo sind denn hier? Blaster dort. Ah, da fehlen noch die ganzen Variablen, weil ich das. Das habe ich gecopy und pastet und dann fehlen da noch die Variablen und so. Ja, das wird noch länger dauern, bis das richtig funktioniert. Aber ich habe jetzt momentan schon hier so eine On-Message-Funktion selbst implementiert. Ob man das in Unity überhaupt machen müsste, ist die Frage. Ja, da gibt es bestimmt eigene Dinge. Aber ich wollte halt einfach mal so eine Message-Funktion aufbauen und habe mir das erstellt. Das heißt, wir haben ja verschiedene Messages mit ja, Animation und wir haben ja eben eine Move-Message und eine Shot-Message und daraufhin ja, tue ich halt dann dementsprechend arbeiten. Ich habe dann hier auch so eine Parameter-Liste
Liste, welche einfach nur aus Ints und Floats besteht, 4 Stück jeweils. Und dann kann ich, je nachdem, was so eine Message ist, weiß ich halt dann, welcher Parameter für was steht und dann kann ich die dann nutzen. Ja. Ja, ja. Also C habe ich auch mal ein kleines bisschen programmiert. Das war, glaube ich, dann mit dem Arduino. Nee, das war kein reines C. Das war so eine Sprache, die stark an C angewandt war. Und ja, wie gesagt, C++ programmiere ich auch, Assembler noch nicht, aber ja, in der 7. Klasse C, C++ und Assembler zu programmieren, ist schon nicht schlecht. Machst du es dann direkt in der Schule oder machst du es privat zu Hause? Also wenn du es an der Schule machst, muss ich schon sagen, so Unterricht hätte ich auch gern. Also bei mir ist das Einzige, was man vielleicht lernt noch, wie man den Browser bedient und wie man mit 10 Fingern schreibt. 10 Finger schreiben ist auch sehr praktisch. Wie man Browser bedient, weiß eh jeder, aber gut. Das ist wieder die andere Sache. Ja. Genau. So, Unity, das schließen wir jetzt mal alles wieder. Muss ich wieder ein bisschen aufräumen. Ich öffne immer so viele Sachen und schließe so wenig. Jetzt kann ich mich hier um irgendwelche Sachen kümmern. Nein, das mache ich alles, glaube ich, später. Der Stream soll jetzt auch nicht so mega lang gehen. Das heißt, ich werde den jetzt auch relativ bald beenden. Jo. Aber nächste Woche, also ich plane es eben auch jeden Mittwoch eigentlich zu streamen. Und dann kann ich schauen, nächste Woche wird es hoffentlich ein bisschen länger. Da werde ich, was hatte ich noch gleich nächste Woche vor? Ach genau, ich wollte das mit der Datenbankverbindung und so weiter machen. Mit dieser Chess-App. Und dann können wir auch noch ein bisschen vorbeischauen, dann schaue ich, dass ich eben da mein C++-Game soweit wieder zum Laufen bekomme. Und dann kann ich das auch noch an dem Tag zeigen. Jo. Genau, also ich habe mich eben auch tatsächlich auf C++ fokussiert anfangs. Fand es auch sehr schön und es ist echt spannend. Aber irgendwann will man auch mehr Sprachen lernen. Also ich will auch Python, kann ich auch so ein kleines bisschen. Und wenn man erstmal eine kann, dann kann man quasi alle, finde ich. Also irgendwie, die Syntax ist zwar immer ein bisschen anders, aber vom groben Konzept her sind alle Hochsprachen gleich. Also Assembler ist dann natürlich auch eine Ausnahme, weil man da nochmal ganz anders arbeiten muss. Aber wenn man eine mal kann, dann kann man fast alle. Also jetzt zum Beispiel Java habe ich nie explizit gelernt. Ich habe C++ eben jetzt schon 2-3 Jahre lang gemacht. Habe dann angefangen mal mit Java zu arbeiten. Habe einfach genau das gemacht, was ich in C++ auch immer gemacht habe. Und ja, ob das jetzt so gut ist. Also ich denke mal, für einen Java-Entwickler mache ich jetzt nicht so die mega coolen Sachen. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, mal ein paar Interfaces zu benutzen. Aber im Groben hatte ich immer noch so versucht mit abstrakten Klassen und so schönen Sachen. Naja. Ja, ich muss mir irgendwann mal noch ein richtiges Java-Buch kaufen. Aber es ist durchaus sinnvoll, erst eine Sprache richtig zu lernen und dann auf andere Sprachen noch sich auch noch ein bisschen zu lernen. Das fällt auch nicht mehr schwer dann, also ja. Genau, aber weil in der Zwischenzeit arbeite ich gar nicht mehr so viel mit C++. Aber es kommt wieder. Ich denke, das kommt wieder. Ich habe immer so Phasen. Momentan will ich Apps entwickeln und dann später komme ich vielleicht wieder zu meinem C++-Game dazu und arbeite dann da weiter und so. Ja, muss ich mal schauen. Das ist bei mir immer sehr. Es ist auch so, dass ich manchmal richtig Bock habe zu programmieren und dann habe ich wieder mehrere Wochen lang gar keinen Bock zu programmieren. Naja. Ja, eben. Ja, das stimmt schon. Also, Assembler ist schön, eben, wie du sagst, mal gemacht zu haben. Aber wirklich programmieren, das lohnt sich wirklich nicht, weil es gibt die ganzen Hochsprachen nicht umsonst. Das muss man auf jeden Fall mal so festhalten. Aber eben, um mal den Hintergrund zu kennen, wie das so
ganz auf der Hardware-Seite aussieht, das finde ich auch richtig interessant. Also mal so ein ganz kleines, ganz kleine Sache will ich auf jeden Fall mal mit Assembler programmieren. Aber auf jeden Fall nichts Wahres, weil das ich glaube, dann würde ich ganz aufhören mit Programmieren. Immer wenn ich für jeden Käse das erstmal in den Register speichern muss und um da dann drauf zuzugreifen und hab mir ja noch nicht mal. Ach, na, ich kenne mich auch mit der Server jetzt noch nicht so viel aus, aber ich stelle mir das auf jeden Fall sehr mühsam vor. Und wenn man ein eigenes Betriebssystem bauen will, ist es vielleicht ganz praktisch, Assembler zu können, aber ein eigenes Betriebssystem bauen würde ich jetzt eher abraten. Dagegen war mein Projekt ein Rollenspiel wie Skyrim mit C++ zu programmieren ja noch realistischer. Ja, mittlerweile habe ich es aufgegeben, keine Sorge, aber ja, wie weit bin ich eigentlich gekommen? Ich habe eine Engine, habe ich. Ja, gut. 2 Jahre lang an der Engine gearbeitet, richtig viel Zeit reingesteckt, eigentlich. Doch, sie entwickelt sich wirklich. Und mein jetziges Spiel basiert auch auf dieser Engine. Ja, aber ob man jetzt am Anfang so eine Engine entwickeln sollte, wird ja überall abgeraten. Nicht ohne Grund, aber ich wollte mich da nicht dran halten, weil man will halt doch schon sowas Großes machen. Was richtig Cooles. Ja, gut. Aus jedem Fehler lernt man. Aber eigentlich war es auch gar nicht so schlecht. Ich habe eine ganze Menge gelernt auf diesem Weg. Ich habe ganz viele Bücher auch über Game Engine Programming und so weiter. Von wegen 3D-Programmierung mit DirectX habe ich einige Bücher. Was alles sehr spannend ist eigentlich. Man versteht dann auch, wie Spiele im Hintergrund arbeiten. Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich das bereue. Ja, ich wollte eigentlich. Nee, bei mir war es so, also ich habe mich schon immer für einen PC interessiert. Und dann gab es in meiner Schule tatsächlich ein Spielprojekt. Ich muss übrigens mal den Chat mit in den Stream reinbauen, damit sonst wisst ihr ja gar nicht, auf welchen Kommentar ich gerade antworte. Aber wir hatten so ein Spielprogrammierprojekt bei uns eine Woche lang, also statt Schule eine Woche lang Spiele programmieren. Also man konnte zwischen verschiedenen Projekten wählen und ich hatte das Glück, in dieses Spieleprogrammierprojekt zu kommen. Dort haben wir mit Visual Basic Spiele gebaut, das war wirklich super. Wir hatten dann immer so Buttons, also da gibt es also diese GUI, um so GUIs zu erstellen, haben dann so einen Button erstellt, den dann so, ich habe ihn dann braun eingefärbt und das war dann das Schiff. Da stand glaube ich sogar noch Button drauf, aber das war mir dann egal, das war dann das Schiff, das hat sich dann irgendwie bewegt. Dann, man hatte ein Spielerschiff und dann kamen so von der Seite Schiffe und die durfte man nicht berühren, sonst hat man verloren. Es war mein erstes Game und so bin ich auf diese Spieleprogrammierung gestoßen. Also ich muss man sagen, bei diesem Projekt hat einem quasi der Lehrer alles programmiert so und man ist halt nicht wirklich tief eingestiegen und hinterher war man ungefähr so schlau wie vorher. Aber man hatte mal ein eigenes Spiel programmiert und da habe ich ein halbes Jahr lang Pause gemacht und dann habe ich ein C++ Buch, also ja, Programmierbuch zu Weihnachten bekommen. Was ich mir auch gewünscht habe und habe dann damit angefangen. Aber mein Ziel war auch schon immer die Spieleprogrammierung eigentlich. Es ist auch, ja doch, es hat natürlich schon so einen Reiz. Ja, man spielt halt gerne Spiele und dann will man sowas selbst machen können und dann fängt man damit an. Jo, genau, wie fahren wir? 21.35 Uhr haben wir jetzt. Gut, es ist natürlich noch nicht so spät, aber wie gesagt, ich wollte den Stream heute eigentlich gar nicht so lang machen. Ja, in der Tat, jetzt habe ich Unity offen. Ich hatte vorhin auch C++ offen, hier so. Allerdings hatte ich da jetzt ein paar Probleme und ich bin auch schon länger nicht mehr nur mit C++ beschäftigt, also wie gesagt, hier auch mit Unity und so weiter. Unity ist halt wirklich praktisch, wenn man ganz schnell mal so ein Prototyp von einem Spiel zusammenkloppen will. Eins habe ich bisher mit Unity auch nur im 2D-Bereich gearbeitet. Beziehungsweise das hier ist basiert alles hier auch auf 3D-Objekten, glaube ich. Also, naja, habe ich alles hier in so einer 3D-Szene aufgebaut. Nee, aber ich habe bisher wirklich nur mit 2D, mit Unity gearbeitet. Aber ich habe auch vor, mal später 3D zu arbeiten. Und ja, dafür nutze ich halt Unity, wenn ich schnell was erstellen will.
Ja, es ist relativ einfach gestrickt. Ja, wobei ist es einfach gestrickt. Es ist auf jeden Fall einfacher als natürlich von Anfang an ein Spiel zu programmieren. Es hat da schon sehr gute Tools, mit denen man schnell was erstellen kann. Und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Was ja auch niemand gesagt hat. Doch, da oben war, glaube ich, mal irgendwas. Ja, genau. Unity sei zu einfach. Ja, da sieht man mal. Aber lieber programmiert man, also wenn man als Ziel hat, ein Spiel zu programmieren, ist es besser, mit Unity zu arbeiten, was einfacher ist, als jetzt mit C++ davon mit DirectX irgendwas aufzubauen. So, und hier kommen wir jetzt gleich. Der Unterschied zwischen 2D und 3D ist genau eine Zahl. Das ist richtig und das finde ich an Unity auch ehrlich gesagt spannend. Ich schaue mir sowas eh gerne an, um auch Inspiration für meine eigene Engine zu sammeln. In dem Fall finde ich das mit diesen Objekten, also man kann hier die Objekte erstellen und denen dann diese Teile hier zuweisen. Und dann kann jedes Objekt theoretisch, also kann ein Licht beinhalten, zusätzlich noch ein 3D-Modell und eine Kamera und weiß ich, was da noch alles gibt. Das finde ich ehrlich gesagt sehr spannend. Aber was ich auch spannend finde, ist eben wirklich, prinzipiell ist das hier alles noch 3D aufgebaut, was wir hier sehen. Ist ja nicht richtiges 2D, außer dass wir hier eine Fläche haben, wo wir ein Bild draufsetzen. Diese Fläche befindet sich ja eigentlich immer noch im dreidimensionalen Raum. Ja, man könnte sagen, weniger D geht immer, aber mehr halt nicht. Deswegen ist es natürlich praktisch, mit 3D anzufangen. Und dann hat man immer die Option, noch 2D zu machen, was ja relativ logisch ist, wenn man in einem 3D-Game zum Beispiel die. Das ganze User Interface ist ja alles 2D auf irgendwelche Flächen projiziert. Das ist auch ganz spannend, die Quads zu erstellen, wenn man Text schreiben will. Naja. Ja, es ist wirklich spannend, ja, wie man so ein 2D-Game im 3D-Raum aufbaut. Aber wenn man halt eine Engine für 2D hat und damit ein 3D-Spiel erstellen will, wird es etwas schwieriger, als wenn man eine 3D-Engine hat und damit ein 2D-Spiel programmieren will. Ja, und in dem Fall die eine Zahl. Ja, stimmt schon. Jetzt kommt noch irgendwann 4D. Das ist dann so, wenn wir alle, ja, Geruch und so. Dann kann ich hier zusätzlich den Geruch in meinem Zimmer streamen und ich denke, das lohnt sich doch wirklich. Ja. Weil ich lüfte auch gerade. Dann manchmal ist es hier so stickig dann durch den PC. Naja. Nee, aber Geruch, weiß ich gar nicht, wie sowas funktionieren sollte. Das geht ja eigentlich gar nicht. So ein universeller Geruchsding. Oder so mit so einem Windgebläse in der Front. Dann spielt man ein Spiel und dann kommt dieses Windgebläse, hat man Gegenwind. Das wär doch schon echt geil. Ja, doch, das wünsche ich uns für die Zukunft. Jeder baut sich so einen Ventilator vorne an den PC ran, schließt den an über USB und dann kann ich dann als Entwickler, kann ich dann darauf zugreifen und dann so in Need for Speed kann man dann da den Gegenwind simulieren, weil man auch sehr viel Gegenwind im Auto hat. Ja, wer Auto fährt, muss mit Gegenwind rechnen. Das ist, glaube ich, erwiesen so. Ja, ich merke schon, das Ganze driftet hier langsam ins Unlogische ab. Bluescreen, okay. Bluescreen ist natürlich was ganz Feines, ja. Ich hatte auch neulich einen Bluescreen, warum auch immer. Mein Handy ist da irgendwie, glaube ich, der Übeltäter. Das ist so. Normalerweise ist ja so, dass bei einem USB-Port nicht so die ganze Zeit Spannung anliegt. Also, wenn ich jetzt gerade an diesem USB-Kabel meinen Finger so dran halte, dann merke ich richtig, dass ich also dass ich eigentlich einen Stromschock bekomme. Was, glaube ich, nicht so sein sollte. War jetzt so meine erste Idee und dann immer wenn ich in den Ruhezustand hier gehe, dann stürzt der auch ab. Was glaube ich auch daran liegt, irgendwie irgendwas ist da komisch. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in der Front-USB-Buchse habe. Vielleicht ist das das Problem, aber sollte eigentlich ja nicht so sein. Ja, und dann habe ich hier so ein Kabel für meine Lautsprecher, also so, dass ich mein Handy dran stecken kann. Hatte das dann. Und zusätzlich dieses USB-Kabel. Und dann hatte ich dann so einen richtigen Stromfluss zwischen diesen beiden Kabeln.
durch mich durch. Das war schon sehr geil. Da habe ich dann, das war dann schon so stark, da musste ich das Ding echt so aus der Hand schmeißen, weil das so. Ich weiß nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so sein sollte. Wenn ich irgendwann an einem Elektroschock krepiere, dann wisst ihr zumindest warum. Eine schöne Geschichten von mir. So, man muss auch sagen, so mit Live-Kommentare und so, ist schon ziemlich cool, ja. Vor allem auch für so Tutorials und so finde ich es eigentlich praktisch, weil eben, wenn es Fragen gibt und so weiter, wenn irgendwas unklar ist, kann man das ja schön stellen. Jo. Schön finde ich auch, dass wir hier einen Fischer mit dem Dingen 0x029a haben. Fischer sind natürlich ganz beliebt. Immer wenn ich auf Phishing-Sachen komme, dann, ich bin so einer, ich gehe dann dahin, ich merke natürlich, dass es eine Phishing-Attacke ist, und fange dann an, Fake-Sachen dort einzutragen, um die Fischer zu nerven. Ob man das jetzt so, ob das jetzt so super ist. Ja, in der Tat, ich habe eben in diesem Schulprojekt, also es kommt gerade die Frage, was meine erste Programmiersprache war, in dem Schulprojekt habe ich mit Visual Basic quasi angefangen, wobei das ja eigentlich der Lehrer noch programmiert hat. Sprich, meine richtige erste Programmiersprache war tatsächlich C++ und ich habe dann auch bestimmt 2 Jahre lang ausschließlich mit C++ programmiert. Ja, und ich finde C++ eigentlich immer noch cool. Hat spannende Problemstellungen, auch mit so Garbage Collecting und so, was halt Java alles von sich selbst macht. Was auch manchmal sehr komisch ist, blicke ich auch manchmal nicht so ganz. Aber C++ muss sich ja so selbst drum kümmern und ist natürlich auch ein bisschen komplizierter. Ist auch wie diese Assembler-Sache, so ein bisschen. Aber C++ ist noch in so einem Rahmen, da finde ich es wirklich spannend. Und C++ ist halt auch im Vergleich zu Java doppelt so schnell. Ich und ein Kumpel haben mal genau dasselbe Programm programmiert: einmal in Java, er in Java und ich in C++. Und dann haben wir es in der Geschwindigkeit dagegen gegeneinander antreten lassen. Ich glaube, wir haben Primzahlen berechnet oder so. In der Tat war mein C++-Programm doppelt so schnell als das Java-Programm. Was man einerseits dazu sagen muss, Java ist schnell geworden, also für eine Skriptsprache auf jeden Fall. Aber C++ ist halt für Spiele vor allem, also aufwendige Spiele, wie zum Beispiel 3D-Spiele, ist C++ durchaus noch die gängige Sprache. Also, ich weiß gar nicht, mit was Unity programmiert wurde, aber die Unreal Engine basiert auf jeden Fall auf C++. Und ganz viele Spiele, also nahezu alles, was man sieht, alle Spiele, 3D-Spiele sind ja eigentlich auf C++ basierend. So ganz genau weiß ich es nicht, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber das meiste ist wirklich C++. Und aus dem Grund wollte ich eigentlich auch C++ lernen. Stimmt es eigentlich auch nicht. Ich wollte Spiele programmieren, habe dann geschaut und habe dann gesehen, dass manche Leute mit C++ ein 3D-Spiel programmiert haben. Dann wollte ich auch ein 3D-Spiel programmieren, habe gesehen, viele machen das mit C++, nämlich auch C++. Habe dann eben mir dieses Buch, C++-Buch, dann zu Weihnachten gewünscht. Genau, Beispiel Minecraft, das ist natürlich sehr, sehr gutes Beispiel. Da reg ich mich auch immer drüber auf. Also Minecraft, es ist so unglaublich langsam. Und warum man da nicht einfach auf C++ umsteigt oder so? Gut, Java hat natürlich diesen Vorteil, dass es plattformunabhängig ist, aber das geht mit C++ ja auch. Zwar muss man dann nochmal so extra für jede Plattform ein bisschen was Eigenes programmieren, aber prinzipiell geht das mit C++ auch und dadurch, dass C++ deutlich schneller ist. Ja, sollte Mojang eigentlich irgendwann mal. Also, ich fände es gut, wenn sie auf C++ umsteigen würden. Oder irgendeine andere Programmiersprache, die halt schneller ist als Java. Weil, ja, Minecraft und die Performance, ich glaube, das ist ein bekanntes Problem. Bei mir läuft so einigermaßen. Aber mein PC ist auch nicht der von der schlechtesten Sorte, wenn man jetzt keinen mega guten PC hat, dann ist das wieder ziemlich miserabel zum Teil. Aber eigentlich ist es sogar so, dass Minecraft auf schlechteren PCs besser läuft. Also, wenn man sich zum Beispiel Gronkh anschaut, der hat ja, glaube ich, zwei Titans.
drin oder noch mehr, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall mega hart und bei dem ruckelt ja Minecraft immer. Man versteht es nicht. Jetzt kommt gerade die Frage, wie ich da unten in der Taskleiste meine Up- und Downstream-Rate drin habe. Das ist was ganz Cooles. Ich kann nicht ohne das leben, weil irgendwie bei Webseiten und so. Also ich habe das ganz gerne. Ich kann dir das mal kurz zeigen. Und zwar heißt das NetSpeed Monitor. So. Auch mal hier rein. So. Warten wir mal kurz. So. Genau, NetSpeed Monitor. Hier haben wir es. Das haben wir ja schöne Download-Seiten von DuckDuckGo. Der Suchmaschine Nummer 1. Nee, also wie gesagt, NetSpeed Monitor. Funktioniert meines Wissens leider nicht mit Windows 8. Also falls du Windows 8 hast, dann erstmal mein herzliches Beileid und andererseits, also weil das Betriebssystem nicht so von einer ganz tollen Sorte ist. Andererseits aber auch natürlich, weil du das nicht reinfügen kannst. XP 7 geht auf jeden Fall. Hoffen wir mal, dass es mit Windows 10 auch wieder geht. Ohne das ist es, ja genau. Einfach installieren, es geht dann in die Taskleiste unten rein. Und man kann dann noch mehr einschauen. Also man kann hier auch den Datenverkehr, das hat im Semper-Video auch dieses Programm mal vorgestellt. Da habe ich das auch. Und kann man hier die Daten anschauen. Gut, das Ding habe ich jetzt noch nicht so lang laufen. Aber hier sieht man halt auch, dass ich jetzt im gesamten Monat April bereits 62 GB insgesamt Up- und Downstream hatte. Wann sollte die Telekom Drossel schlagen? Ich glaube bei 75 GB. Also bisher wäre ich noch drin, also wäre noch nicht gedrosselt, aber ja, Drossel und so. Ich hatte auch schon Monate, wo ich 200 GB hatte. Also ja. Man kann es aber auch ausschalten, wenn das nicht getrackt werden soll. Allerdings tut er ja auch nicht mit, nicht direkt mitschneiden, sondern wirklich nur schauen, wie groß das Ganze ist, also wie viel Daten gesendet werden. Hier in Gigabyte und ja, ihr könnt hier auch verschiedene Adapter auswählen und gibt es sonst noch irgendwas? Ah, ihr könnt hier auch erstmal einstellen, was für eine Einheit das da unten sein soll. Gut, die Sprache ist jetzt nicht so spannend. Schrift, eben diese Datenbank, da könnt ihr jetzt anschalten, ob das mit aufgezeichnet werden soll oder nicht. Und Sprechblase über Symbol. Leist aktivieren. Was das soll, weiß ich nicht. Ah, vielleicht, weil wenn man da drauf bleibt, kommt, glaube ich, was. Oder? Oder auch nicht. Habe ich wohl nur getäuscht. Blase, Blase. Vielleicht das hier. Ja, zum Glück Windows 7. Das finde ich schön, ja. Windows 7 ist ja so ein bisschen momentan beim Aussterben, glaube ich. Microsoft setzt ja alles daran, dass wir alle auf Windows 10 umsteigen und ja, sagen wir es mal so. Kostenlos kann man eigentlich auch nichts gegen sagen, ne? Aber ja, ich werde es mal probehalber auf jeden Fall machen. Ansonsten habe ich noch die Windows-CD bei mir und dann, also Windows 7 und dann wird Windows 7 wieder zurück installiert. Jo. Ah ja, wenn man die Windows 8-CD rückwärts abspielt, hört man Satan reden. Noch schlimmer, wenn man sie vorwärts abspielt, hat man Windows 8 auf seinem Rechner. Ja, sehr schön. Das hab ich noch nie ausprobiert, aber das würde ich denen echt zutrauen, dass man dann so Satan sprechen hört. Müssen wir mal ausprobieren. Also wenn du es ausprobiert hast und es tatsächlich so ist, dann wissen wir es, woher es kommt. Ja, und vorwärts abspielen ist natürlich auch nicht die beste Idee. Ja. Gut. Weil ich habe wirklich Hoffnung in Windows 10, muss ich sagen. Es war ja auch so, wir hatten ja Windows XP, was zu der Zeit wirklich ein gutes Betriebssystem war. Mittlerweile würde ich natürlich niemandem empfehlen, Windows XP zu nutzen, aber damals war das wirklich ein richtig gutes Betriebssystem. Damit ist Microsoft ja auch nochmal richtig groß geworden, eigentlich. Also es war ja eigentlich auf fast jedem Rechner drauf. Windows Vista war dann ziemlich schlecht, um es mal so auszudrücken. Windows 7 war dann wieder richtig gut. Windows 8 war wieder richtig schlecht. Und Windows 10 müsste ja dann theoretisch wieder richtig gut werden. So die Theorie. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich hab Hoffnung. So.
Gut, was man jetzt an Windows 10, Windows 7 groß verbessern sollte, ist die Frage. Aber gut, dieses DirectX, was ist die nächste Version? 12. Nein. Doch, 12? Nein. 12 war doch schon. War 12 schon? Die neue DirectX-Version, die dann mit Windows 10 kommt, soll auch deutlich schneller werden. Aber hat, glaube ich, auch deutlich, also bringt deutlich mehr Arbeit für den Programmierer, wenn ich das richtig gelesen habe. Also werde ich wahrscheinlich erstmal bei DirectX 11 bleiben bei meinem C++ Game, was wir uns im nächsten Stream anschauen werden. So, super. Ja, jetzt sind ja nur noch zwei. Also, ja, glaube ich, war es das dann auch für heute so ziemlich. Es gibt noch irgendwas Schönes zu klären. Ansonsten muss ich sagen, hat mir das Stream echt richtig Spaß gemacht heute. So, auch mit ein paar Zuschauern und so ist echt super. Und ja, auf meinem YouTube-Channel wird das natürlich auch wieder hochgeladen. Einerseits natürlich als das C++-Tutorial, was ja so ein bisschen, ja, naja, es war improvisiert, sagen wir es mal so. Ich habe mich hier ein bisschen reingelesen in diesem schönen Buch über C++ und so, aber es war dann doch im Endeffekt sehr improvisiert und aus dem Gedächtnis gefischt. Ich hoffe mal, es war alles richtig. Naja. Nee, also im nächsten Stream kommt dann wahrscheinlich dieses mit dieser Chess-App, mit dem Server und dem Client, mit der Kommunikation zwischen denen. Und dann zeige ich auch nochmal so das, was ich heute noch nicht so richtig zeigen konnte. Genau. So, dann war es eigentlich auch soweit. Ich wünsche noch einen schönen Tag, so viele vom Tag zumindest noch bleibt. So eine, nee, nichts eine, 2 Stunden und 7 Minuten. Und genau, hier muss ich drauf drücken. Also, dann bis zum nächsten Stream hoffentlich. Genau.